Medium, alles in Butter und Butter. Ja. Und? Ah, bist du noch nicht bei der Rewe? Ja. Hast du mich mal angerufen, weil du dich geschickt hast? Ja. Ich sag, hast du schon mal angerufen und gefragt, was du bekommen hast? Na ja, muss. Ja. Ja. Ja, beim Pferd zum Ich denke, der Burger wird schon mit dem gesprochen haben. Also nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, Stefan Dierschuss, den kennst du doch, ne? Ja, der hat mich eben gefragt. Entweder kriegst du eine frische Tour mit drei Kunden, alles Hitmärkte, oder du kriegst Fuhre mit kurzer Straße. Ja, habe ich lieber die Fische genommen. Warum? Ja, weil er mehr Geld bringt für die Firma. Weiß nicht, ob die Rewe noch Stoffgeld bezahlt, oder man hat 5 Euro.
der Rampe, der hat ja schon das halbe Auto gefreut. Der hat aber nur einen Grund. Er hat den Turm in Alpha, volles Programm. Ja, ich hab. Ja, da war noch nichts fertig. Ja. Da war noch nichts. Ja, da war noch nichts fertig. Ne? Alle drei Kunden hatten roten Hals. So. Ja, wie ich die letzte, wie schon fertig war, kam auch die letzte Palette. Ne? Also. Was sagst du? So. Welche Märkte ich hab? X04, Taschenburger Straße, die 01, Tannenbusch und die 14 Siegburg. Ja, aber Tannenbusch passt halt irgendwie nicht rein. Tannenbusch ist scheiße. Ja, Bild. Überleg mal, wie weit du von Godesberg nach Tannenbusch fahren. Dann muss man da nicht rein. Hätte der mir besser einen Niederkampf gegeben, das heißt, ne? Naja. Der Alex mir eine Zeit lang, hat er mir die Röndorfer vorweg gegeben, wenn ich die Alpen gefahren bin. Hast du? Naja. Naja. Von wem? Die wollen morgen pünktlich um 6 ihre Ware haben. Naja. Auf der falschen Rheinseite. Ah, auf, über den B9. Ich fahre nicht gerne die B9. Dann muss ich ja über den Rhein drüber, dann muss ich ja ganz kurz zum Beispiel auf den Tour fahren. Ich fahre lieber die B42. Das gefällt mir besser.
ist das passiert? Vor der Ausfahrt fiel, geht der einfach die Böschung runter. Schon eingeschlafen. Ich meine, das darfst du nie zugeben, sonst ist das bei der Lappen weg, ne? Ich meine, du kannst dir die Wahrheit sagen und trotzdem sie verschweigen, sagst du dir schwarz von Augen geworden. Ja. Der Jugo hatte das doch, ne? Der ist doch auch mit seinem Pkw, als der vom Urlaub kam, ist der doch auch irgendwie abgeschmiert, ne? Ja, er hat aber zugegeben, dass er. Dem Onkel Bo gab viel Maut gespart. Ja. Ich bin statt über die A3 bis nach Montabaur, bin ich über die B52 gefahren, habe ich woanders umgefahren, genau anders. Bendorf, Birkenhausen, Neuhäusel, zweimal Montabaur, Nassau